So, herzlich willkommen zurück und wir machen auch direkt weiter an der Stelle, wo wir aufgehört hatten. Und ja. Dann sehen wir, was bei jetzt noch so kommt. Nee, ich möchte nicht angeln gehen. I'll need to relax someplace. Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Ich hab keine Lust auf Angeln. Nee, tut mir leid. Wo ist mein Pferdchen? So, haben wir hier irgendwas in der Nähe? Ja, das haben wir gemacht. Guck mal, hatten wir irgendwas. Nee, das ist wieder da im Arsch der Welt. Wir, ich bin mein Pferd. Was ist das denn da überhaupt? Was ist das denn überhaupt? Da war was Weißes. Jetzt wird mir hier nicht angezeigt. Ach doch, hier oben. Was sind wir denn hier oben? Fragezeichen. Einbruch. Okay, alles klar. Kann man gut Geld verdienen, aber wir gehen erstmal zum nächsten. Kommt jetzt hier hinten rum. Bärchen. Ah, da kommt es ja. Danke, Fetchi. So, wir gehen jetzt zu den Auftrag hier. Was haben wir hier? Was geht's hier? Da geht's um Liebe, okay. Ja, warte mal. Ich mach den gleich. Geh jetzt hierhin zurück. Gucken wir mal, was das hier ist. Machen wir das erstmal zuerst. Vielleicht können wir auch wieder was ausbauen. Wäre mich. Warte mal. Wir haben einen Schlachter hier. Warte mal. Wir haben einen Schlachter hier. Mal gucken, was ich hier machen kann. Ich habe mich ein Fell und vielleicht kann ich auch verkaufen. Verkaufen bitte. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Okay, dann könnten wir noch gebrauchen. Okay. So, allzu viel will ich auch nicht verkaufen. Alles klar. Oh, wir haben gar kein Geld. Alles klar. Wir haben gar kein Geld mehr. Vielleicht sollte ich auch den ausrauben. Geld zu machen. Wer weiß. Und gucken wir jetzt mal. Gucken wir mal. Such mal seine Gespräche da. Und dann sehen wir weiter, was da noch kommt. Ein Pferdchen. Ja, muss trainiert werden hier. Und ich schieß wieder eine. Auch keiner. Jetzt Fische hier, so ich sehe. Oh, in der Lagerkasse habe ich was drin. Alles klar, was haben wir hier? Das ist ein Köter, okay, alles klar. Okay, wir wollten zu der komischen Drüber hier hinten. Überfall machen wir gleich.
Hier hin, zu dem Typen hier. Wieso geht nicht? Wieso kann ich dich nicht grüßen? Jetzt. Ha! Herr Morgan! Herr Strauss! How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rhodes. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Okay, haben wir das auch. Dann gucken, dann machen wir einen Überfall und mal gucken wir mal, was wir machen können. Yeah. So, tell me, is your people Jacobites or English lovers? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Oi! Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. Then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason not to. If he's right, it'd be a big haul for us. We saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we can take them real easy. Alright. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean? They're about to get a lesson in mean. Okay, alles klar. You just keep your cool, you hear me? Dann gehen wir mal aufs Pferdchen hier. Yep. Der hat auch so ein rieses Pferd. Alright, let's do this. Wow. Ihn folgen, ja. Wäre gut, wenn du vorreitest, ja, danke. How far is this place? Not too bad. Back up north, stretch. Not far from the state line. Alright. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a lot of nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me, he said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half. Other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box boy his tent for then? Camp funds, supplies and the like. In fact, you don't know that, suggests you clearly ain't put much in it. I'd always pay me way, don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good showing there, didn't I? You got knocked down. Ah, that's what you choose to remember. We got paid, we got out of there. Got knocked down in Blackwater, too, didn't you?
Wäre mal nett, wenn du mich nicht so rüberschieben würdest, Junge. Geile Por mir, ja. Easy. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up. Jenny didn't even make it that far. Watch it. Das nervt mich, wenn er dann immer so wegschubst. Geht doch mal seine Ruhe, du hast mehr Platz wie ich hier. Hallo. Und es ist Zeit, dass Leute stoppen, die Dutch eine harte Zeit geben. Über all das Blackwater-Business, wenn du mich fragst. Man ist nicht ein Fortune-Teller. Du kannst planen, du kannst deinen Kopf benutzen. Du weißt nie wirklich, was du walking into. Ja. Leute wollen immer jemanden schuldigen, wenn Dinge falsch gehen. Hard left coming up. Okay. All right, it's gonna be off the road up ahead. Kannst du aber schneller rennen jetzt, danke, ja. Up here, Morgan. Oh. Ja. Muss man jetzt hier absteigen oder was? Hallo? Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Okay, da bin ich mal gespannt, was auf mich zukommt. Bestimmt ein komischer Überfall. Hey there! Oh! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed the big posse alarm and headed this way. There were a dozen of them coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. Watch it! They're coming out! Ah! Mist. Da war auch noch einer. Ich glaube, ich sollte mal in Deckung gehen. Ich hab schon hier Deckung. Da habe ich Deckung. Ich sollte auch mal eine andere Waffe nehmen. So, bedrohe die Gesetzlosen. Okay, was das? Okay. Alles klar, komm rausgehen. Alles klar, dann kann ich auch plündern hier, danke. Tell us where you snatch your buddy and we let you live. All right, take it easy. 70. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you don't grab the money. We'll keep an eye on sunshine. Alles klar. Okay, haben wir beide durchsucht schon. Okay, alles klar. So,
Was haben wir denn noch hier so Schönes? Check mal her, was haben wir denn hier so alles? So, here we are. We got some good stuff. Stuff mitnehmen hier. Why don't you see what else you can find, Sean? Na, wirklich ein guter Überfall ist das hier nicht, wie es aussieht, ne? Told you we'd take no problem, didn't we? You did good. Let's see what the pay is first. Das ist doch noch was. Ne, geht nicht. Was haben wir denn hier noch? Immer guten Stuff mitnehmen hier. Ja. Yeah. Aber ist irgendwie keine Kohle, was wir brauchen. Aktion, immer gut. Angelrut müssen wir hier noch. Oh, 14 Dollar, wow. Und unten. Untersuchen, danke. Ja, mal sehen. Das will ich mir jetzt angucken. Ja, falsche Düste. Hm? Okay. Ja, da war ein Revolver. Ja. Ja, du musst mal reinigen. Sehr gut. Kann man immer gut gebrauchen. Behalten wir. Wie sieht das eigentlich mit den anderen Pistolen aus? Kann man das auch machen? Wie sieht hier der Zustand aus? Reinigen. Wenn wir immer dabei sind, ne? Warum denn nicht? Danke. So, was haben wir da noch hier so? Was haben wir hier? Auch pflegen. Wie sieht's aus? Das ist noch gut. So. Du dürftest eigentlich schon ziemlich abgenutzt sein. Oh, sieht auch noch sehr gut aus. Aber egal. Okay, danke. Wenn wir das schon einmal gemacht haben, machen wir es auch direkt bei allen. Ja, warum nicht, ne? Was haben wir hier sonst noch? Hier ist irgendwas. This is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its shade. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need to lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks got stashed. Okay, das war aber jetzt nicht viel, was ich da jetzt gekriegt habe. Haben wir noch irgendwas? Sieht man kaum was, aber egal. Noch was, was wir nehmen könnten. So, wir durchsuchen nochmal anständig. Gucken nochmal durch. Das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. Ja, dann war es das. Okay, alles klar. Ich will keinen aufheben. Weg hier. So. Dann gucken wir mal auf der Karte. Ist da noch ein Fragezeichen? Fremde Person. Nee, möchte ich jetzt nicht. Hier unten. Was ist das hier?
Okay. Und dort. Warte mal, das ist doch die Stadt, oder nicht? Das ist mein Lager. Das ist da hinten. Ja. Alles klar. Wir gehen zum Dutch. Okay. Oh. Da muss ich aber auch sagen, dann ist die Folge hier auch erstmal beendet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.